Herzlich willkommen zum ersten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteigerinnen und Einsteiger leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile der Videos verlinkt. Gleich vorweg, was ist das Ziel der Politik und warum geht uns Politik alle an? Es sollen Regeln wie zum Beispiel Gesetze gefunden werden, die es den Menschen einer Gesellschaft möglich macht, möglichst gut zusammenzuleben. Darum soll es auch in diesem Video hier gehen. In Österreich gab es bis zum November 1918 unter Kaiser Karl I. aus der Familie der Habsburger eine Monarchie. Der aus dem Griechischen kommende Begriff Monarchie bedeutet übersetzt Alleinherrschaft. Eine Monarchie wird üblicherweise von einer Adeligen angeführt, einem König bzw. einer Königin. In Österreich waren dies zuletzt Kaiser Karl I. aus der Familie der Habsburger. Bis 1867 regierte der Habsburger Kaiser Franz Josef mit absoluter Macht. Er regierte, ohne dass andere Menschen mitbestimmen konnten, was im Staat geschehen sollte. Es gab keine demokratische Verfassung. Es gab damals in Österreich eine absolute Monarchie. Die Verfassung ist das wichtigste Gesetz in einer modernen Demokratie, auf dem alle anderen Gesetze aufbauen. Kein Gesetz darf den Inhalten der Verfassung widersprechen. Mögliche Inhalte einer Verfassung sind unter anderem die Grundrechte der Menschen, also zum Beispiel Meinungsfreiheit, das Recht zu wählen, Religionsfreiheit und so weiter, und die Art und Weise, wie in einem Staat Entscheidungen getroffen werden und damit, wie dort in diesem Staat die Macht verteilt ist. Ab 1867 mussten die Habsburger unter anderem aufgrund von verlorenen Kriegen und dem starken Druck der Bevölkerung mit der Zeit immer mehr Macht an gewählte Politiker abgeben. Das Reich der Habsburger wurde eine aus den zwei gleichberechtigten Staaten Österreich und Ungarn bestehende Doppelmonarchie mit der Bezeichnung Österreich-Ungarn. Es durften damals vorerst nur wenige reichere Männer in Österreich wählen. Unabhängig von ihrem Einkommen durften alle österreichischen Männer erst ab dem Jahr 1907 und Frauen gar erst ab dem Jahr 1918 wählen. Es gab in Österreich also erst nach dem Ersten Weltkrieg das sogenannte Frauenwahlrecht. Man spricht heute vom sogenannten allgemeinen Wahlrecht, wenn alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen natürlich durch Wahlen politisch mitbestimmen dürfen. Österreich-Ungarn war eine sogenannte konstitutionelle Monarchie. Bei einer konstitutionellen Monarchie wird die Macht des Herrschers durch eine Verfassung eingeschränkt. Er muss die Verfassung einhalten. Die Möglichkeiten des Herrschers, allein etwas in seinem Land bestimmen zu können, sind umso größer, je mehr Rechte er laut der Verfassung hat. Heute gibt es in Europa unter den demokratischen Staaten, wenn überhaupt, nur noch sogenannte parlamentarische Monarchien. Beispiele hierfür sind Großbritannien, Spanien und Schweden. Die Macht in einem Staat mit einer parlamentarischen Monarchie hat letztlich ein vom Volk gewähltes Parlament. Die Herrscher müssen das machen, was das Parlament und die Gesetze vorschreiben. Die Herrscher vertreten das eigene Land als Staatsoberhaupt bei öffentlichen Anlässen durch zum Beispiel Ansprachen und Gesprächen mit ausländischen Politikern. Nach dem Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 dauerte, entstand in Österreich im November 1918 die sogenannte Erste Republik. Die Erste Republik wurde ursprünglich Deutsch-Österreich genannt, da diese den Anspruch auf alle ehemaligen deutsch sprechenden Gebiete der Habsburger Monarchie stellte. Dieser Name wurde von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs verboten, da man 1918 eine zu enge Verbindung Österreichs mit Deutschland, wie zum Beispiel den Anschluss Österreichs an Deutschland, ablehnte, da man dadurch eine Stärkung des ehemaligen Kriegsgegners Deutschland befürchtete. Obwohl die Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs am Ende den Menschen der Monarchie das Selbstbestimmungsrecht versprochen hatten, waren 3,5 Millionen deutschsprechende Menschen entgegen ihres Willens gezwungen, in anderen Staaten zu leben. So wurde Südtirol an Italien und das Sudetengebiet an die Tschechoslowakei angeschlossen. Österreich wurde 1918, nach dem Ende der Monarchie, eine demokratische Republik. Der Begriff Demokratie setzt sich aus den griechischen Wörtern Demos für Volk und Kratein für Herrschen zusammen. Demokratie bedeutet also übersetzt Herrschaft des Volkes. In der Ersten Republik wurde 1920 die erste demokratische Verfassung wirksam. Mögliche Inhalte einer demokratischen Verfassung
sind unter anderem die Grundrechte der Menschen, also zum Beispiel Meinungsfreiheit, das Recht zu wählen, Religionsfreiheit und so weiter. Die Verfassung legt fest, wer im Staat die Macht hat und damit die Gesetze macht und wer überwacht, ob die Gesetze eingehalten werden. Die Macht in einem demokratischen Staat liegt bei dessen Bürgern und Bürgerinnen, die wahlberechtigt sind, also abstimmen dürfen. Von den 1920er Jahren an beginnend führen gewaltsame politische Auseinandersetzungen zwischen den österreichischen Parteien, unter anderem 1933 zum Ende der Demokratie, mit der Ausschaltung des demokratisch gewählten Parlaments und dem Entstehen des sogenannten Ständestaats. Im Februar 1934 kommt es zu einem Bürgerkrieg zwischen den Christlich-Sozialen und den Sozialdemokraten, bei dem sich die christlich-soziale Bundesregierung des Ständestaates durchsetzen kann. In Deutschland kommt es 1933 zur Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem Entstehen einer Diktatur unter ihrem in Österreich im Braun am Inn geborenen Führer Adolf Hitler. In Österreich versuchten die Nazis im Juli 1934 im sogenannten Juliputsch ebenfalls an die Macht zu kommen. Beim erfolglosen Putsch der österreichischen Nazis gegen den christlich-sozialen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wird dieser ermordet, unter anderem, weil er sich mit seiner Politik vehement gegen den Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland gewehrt hatte. Die Regierung des Ständestaates setzte unter dem Bundeskanzler Kurt Schuschnigg den Kampf um die Eigenständigkeit Österreichs fort. Im März 1938 kommt es dennoch zum sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, mit dessen Diktator Adolf Hitler. Österreich wurde von 1938 bis 1945 Teil NS-Deutschlands. Die Verfolgung von Gegnern, Andersdenkenden und Menschen aus rassistischen Gründen, wie zum Beispiel Juden, Roma und Sinti, führte in Österreich zum Tod hunderttausender Menschen. Der von den Nazis in Europa 1939 begonnene Zweite Weltkrieg forderte in Österreich bis zu dessen Ende 1945 ungefähr 250.000 Todesopfer. Im KZ Mauthausen und seinen zahlreichen Nebenlagern kommen bis zum Kriegsende mehr als 100.000 Menschen ums Leben. Die gegen Nazi-Deutschland verbündeten vier alliierten Mächte der Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich befreien Österreich vom Nationalsozialismus. Österreich wurde wieder ein demokratischer Staat. Es entstand die sogenannte Zweite Republik. Wenige Wochen, nachdem der gemeinsame Feind, das nationalsozialistische Deutschland, besiegt worden war, kam es 1945 zum Zerfall des Bündnisses der Alliierten. Die Sowjetunion und die mit ihr verbündeten kommunistischen Staaten in Osteuropa einerseits und die westlich demokratisch marktwirtschaftlich ausgerichteten Staaten mit der USA als Führungsmacht andererseits standen einander feindlich gegenüber. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Zeit des Kalten Krieges, die bis in die Jahre 1989-90 andauerte. Die Gegnerschaft zwischen den ehemaligen Alliierten verhinderte lange Zeit den Versuch Österreichs, die Besatzungsmächte zum Rückzug aus dem eigenen Land zu bewegen und wieder unabhängig werden zu können. Erst nach dem Tod des sowjetischen Diktators Stalin im Jahr 1953 und dem Versprechen Österreichs der Sowjetunion gegenüber, ein neutraler Staat werden zu wollen, ermöglichte den Abschluss des österreichischen Staatsvertrags am 15. Mai 1955. Besonders bekannt wurde an diesem Tag der kurze Satz des österreichischen Außenministers Leopold Figl: Österreich ist frei. Am 26. Oktober 1955 beschließt Österreich, wie vorher versprochen, mit einem Verfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität. Österreich verpflichtete sich damit unter anderem, keinem Militärbündnis beizutreten. Nach dem Ende des Kalten Kriegs wurde Österreich am 1. Jänner 1995 ein Mitglied der Europäischen Union. Als EU-Mitglied kann Österreich einerseits an EU-weiten Entscheidungen und der Entstehung von EU-Gesetzen mitarbeiten. Andererseits ist Österreich auch in vielen Bereichen dazu gezwungen, Beschlüsse der EU im eigenen Land umzusetzen. Das österreichische Bundeswappen wurde erstmals 1919 in der Ersten Republik eingeführt. Das Bundeswappen enthält das sogenannte Bindenschild mit den österreichischen Nationalfarben Rot-Weiß-Rot. Das Bindenschild ist schon seit dem Spätmittelalter ein Zeichen für Österreich und dürfte ursprünglich aus dem Wappenbanner der adeligen Familie der Eppensteiner entstammen, die Besitzungen im Gebiet des heutigen Kärnten und der Steiermark hatten. Das Bindenschild fand Verwendung in mehreren Wappen österreichischer Herrscher, wie zum Beispiel dem kleinen Wappen der österreichischen Reichshälfte aus dem Jahr 1915 und späteren Wappen der Republik Österreich.
das Aussehen des Bundeswappens der Ersten Republik, das von 1919 bis 1934 verwendet wurde, ähnelte dem der heutigen Zweiten Republik. In der Zweiten Republik kam die Darstellung von gesprengten Ketten hinzu, die als Zeichen für die Befreiung Österreichs von der NS-Diktatur gelten. Bereits in der Ersten Republik enthielt das Staatsemblem die Stadtmauerkrone als Symbol des Bürgertums, den Adler als Zeichen der Souveränität, also Unabhängigkeit des Staates, der Hammer als Symbol für die Arbeiterschaft und die Sichel als Zeichen für die Bauern des Landes. Das während des sogenannten Ständestaates 1934 bis 1938 verwendete Wappen enthielt zum Beispiel mit den beiden dargestellten Adlerköpfen Bezüge zum Heiligen Römischen Reich, das bis 1806 existiert hatte und zuletzt von einem Kaiser aus der Familie der Habsburger regiert worden war. Hammer und Sichel im österreichischen Bundeswappen werden manchmal als Zeichen des Kommunismus bzw. Sozialismus missverstanden. Wenn Hammer und Sichel als kommunistische Symbole verwendet werden, werden diese, wie zum Beispiel in der Flagge der Sowjetunion, gekreuzt dargestellt. Im österreichischen Wappen werden Hammer und Sichel in einer Dreiergruppe gemeinsam mit der Krone als Symbole für die Arbeiterschaft, Bauern und Bürger des Landes verwendet. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im zweiten Video Österreich und seine Nachbarn.